Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin richtig gut gelaunt. Es ist Montag und ich habe auch schon meine Laufkleidung an. Ich werde jetzt noch schnell einen Kaffee trinken und dann geht's raus. Ich werde einfach einen super entspannten, easy Run machen und ja, einfach richtig gut und happy in die Woche starten. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes. Ich mache mir jetzt nochmal so einen Iso-Drink. Die Empfehlung habe ich von Beat the Miles bekommen. Und ich fand das so lecker, dass ich das jetzt auch erstmal die nächsten Tage ausprobieren werde nach dem Sport. Mega lecker. Ich würde sagen, es war ein durchwachsener Lauf. Ich bin zwischendurch auch gegangen, aber trotzdem schön. Also ich habe es trotzdem sehr genossen. Ich glaube, das sind so 700, 800 Milliliter. Die trinke ich jetzt aus und werde mich jetzt auf den Balkon noch ein bisschen in die Sonne setzen. Wir sind zurück aus dem Gym und ich habe mir jetzt direkt was zu essen gemacht, weil ich habe irgendwie nach dem Fitnessstudio immer richtig Hunger und deswegen gibt es jetzt Kaffee und was zu essen. Also ich kann auch nicht sagen warum, aber nach dem Laufen habe ich nicht so viel Hunger und meistens, keine Ahnung, habe ich dann so eine Stunde oder so, wo ich dann mich erstmal dusche in Ruhe, vielleicht irgendwie was trinke und dann habe ich immer noch nicht so richtig Hunger. Aber nach dem Training im Gym bin ich immer mega, mega hungrig. Ich bin natürlich immer noch Team kein Koffein und ich habe so eine richtig gute Tasse wieder gefunden, die ich schon lange nicht mehr benutzt habe. Ich habe mich jetzt für einen Lauf fertig gemacht und wir haben es 13 Grad und Sonne draußen. Also wirklich fantastisches Frühlingswetter. Ja, geplant sind so 8 bis 10. Vielleicht schaffe ich ein bisschen mehr. Ich nehme auf jeden Fall ein Gel mit, falls sich die Distanz dann doch ein bisschen ziehen sollte. Und auch bei den Übungsläufen könnt ihr übrigens immer ein Gel mitnehmen. Also kleiner Tipp am Rande. Nicht nur bei den Wettkämpfen, beim Halbmarathon, Marathon oder wo auch immer ihr mitlauft, solltet ihr Gels dabei haben, sondern auch bei den Übungsläufen. Am Wochenende ist ja auch der Leipzig Halbmarathon und ja, ich freue mich richtig drauf. Ich bin richtig gespannt. Ich habe den noch nie gemacht. Ich bin noch nie dort mitgelaufen. Und wir probieren heute auch ein neues Paar Schuhe aus, was gar nicht so neu ist, weil ich sie eigentlich vorgestern schon mal zum Laufen anhatte. Und zwar sind das diese hier. Leider habe ich jetzt gerade den Namen nicht so parat. Schreibe ich euch aber auch nochmal hier hin. Ich habe eine super, super dünne Jacke an, weil mir heute irgendwie danach ist. Man könnte jetzt aber auch zwei Longsleeves oder so anziehen. Also die Jacke ist wirklich nicht dick. Und ein T-Shirt drunter. Und auch dazu eine lange Hose. Das war's. Ach nee, Gel muss ich mir noch mitnehmen. Und zwar dieses hier, das kennt ihr schon, habe ich auch schon sehr oft gezeigt. Ich nehme jetzt mal nicht mehr das mit Koffein mit, wenn ich jetzt nicht bei einem Wettkampf bin, weil ich ja täglich einfach kein Koffein mehr konsumiere. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mitbekommen. Davon bekomme ich immer einen aufgeblähten Bauch. Das ist meine Vermutung. Mir geht es auch viel besser ohne Koffein. Deswegen würde ich das jetzt nur noch im Notfall bei einem Marathon oder so verwenden. Aber ich glaube, man kommt doch ohne aus. Also es ist jetzt nicht zwingend, dass man Gel mit Koffein benutzt. Und dann geht's los. Wisst ihr noch, als hier Schnee lag, dann gibt es schon wieder fast alles grün. Wir sind inzwischen bei Kilometer 3,7 und ich laufe eine neue Strecke. Da ist es. Da. Und ich bin irgendwo abgewogen. Ich hoffe, dass ich mich nicht verlaufe. Oh Gott, ich bin schon das zweite Mal abgebogen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist die Station. Kasten springen. Das machen wir jetzt aber nicht. Aber ich finde es trotzdem ganz cool. Also ich finde cool, dass es das hier gibt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich für die nächste Station langlaufen sollte. Wahrscheinlich da. Vor allem das Handy, was ich mit habe, hat keine SIM-Karte. Es ist nur für Content. Ja, im US Case wird es halt ein Long Run. Das haben wir schon mal geschafft. Da habe ich uns auch verirrt. Okay, nächste Station gefunden. Hier geht's quasi runter. Also eben war 12, hier ist 11. Da ist noch eine. Wir drehen jetzt einfach mal um. Ich wollte ja nur gucken, ob das hier weitergeht. Wie
ich bin wieder zurück und es war wunderschön. Sei eben gesehen, ich liebe das, durch den Wald zu laufen und wenn alles blüht und grün wird und ja, war einfach wirklich traumhaft. Ich bin richtig kaputt, sind 11,2 Kilometer geworden und es waren noch ein paar Höhenmeter dabei. Nicht viele, aber manchmal hat man auch das gemerkt. Jetzt werde ich eben fix was trinken auf jeden Fall und ein bisschen was essen. Dann treffe ich mich später noch mit Millie zum Spazierengehen. Ich mache das irgendwie alleine gar nicht so oft, wie ich mir das damals vorgenommen habe. Dann macht es einfach ein bisschen mehr Spaß. Das ist so der Plan für heute. Und wie immer richtig schön viel Wasser nach dem Sport. Ihr wisst es ja, ich nehme mal den Geschmack zusammen mit den Elektrolyten und das kommt jetzt da rein. Your head is full of dreams. Tears are Also hier bin ich heute auf jeden Fall schon mal gewesen, in einem anderen Tempo. Ich bin ja schon mal lang gelaufen heute. Wir fahren jetzt wieder ins Gym und ich habe noch ein bisschen Frühlingszwiebeln und Walnüsse dabei fürs Kochen später im Büro. Ich habe auf jeden Fall schon mehr Lust als letzte Woche Donnerstag. Ich laufe jetzt mal auf dem Weg zum Einkaufen und hoffe, dass es nicht regnet. Es sieht sehr dunkel aus. Und dann essen wir so ein bisschen Frühstück, Mittagessen, weil wir echt spät essen heute. Und ich kaufe alles ein für eine leckere Bowl. Ich habe richtig Hunger jetzt nach dem Training und ich muss mich auch nochmal an die Trainingsplanung für den nächsten Marathon setzen. Eventuell gibt es da einen Marathon in ein paar Wochen, den ich laufen kann und ja, sollte das klappen. Wäre es natürlich gut, wenn man vorbereitet ist. Und deswegen fange ich jetzt mal an, dafür zu trainieren. Das wird aufregend. Wir gehen jetzt raus und laufen 7 Kilometer. Wir wollten uns mit der Laufgruppe noch treffen, mal sehen, wie viele heute da sind. Wetter ist sehr düster. Ich habe hier drunter jetzt noch ein Longsleeve an und die Jacke ist relativ dünn. Also bei 10 Grad sollte, oder 11 Grad sollte das eigentlich passen. Und ich habe mir gedacht, ich lasse heute auch mal das Handy wieder zu Hause, weil ich stecke das immer in die Seite rein und manchmal nervt mich das. Und ich habe heute eine Hose an, wo ich weiß, dass mich das richtig nerven würde. Deswegen lasse ich es heute mal zu Hause. Mir hat heute eine ganz special Mission vor. Die will heute ein bisschen neue Bestzeit 5 Kilometer. Das wird klappen. Naja. Und wenn ich es ein bisschen kühler angezogen, aber wenn man so schnell läuft, wird einem eher warm. Eine lange Hose und ein T-Shirt und ein Longsleeve. Genau. Und ja. Schnelle Schuhe. Ich bin ja immer ehrlich mit euch, Freunde, und heute habe ich wirklich gar keine Lust. Meine Motivation ist am Boden. Dadurch, dass wir halt diesen Termin haben, donnerstags um 18 Uhr. Ich zwinge mich jetzt auch nicht rauszugehen, weil ich sonst sagen würde, der Tagesabschluss wäre nicht gut oder ich wäre faul. Das ist es überhaupt nicht. Sondern ich weiß, dass ich mich währenddessen gut fühle. Ich weiß, dass ich an solchen Tagen nicht extrem schnell laufe, sondern einfach nur, um andere Leute zu treffen, um einfach laufen zu gehen, weil mir das an der frischen Luft einfach immer gut gefällt und es sind immer nur die ersten 2 Minuten, wo ich so denke, nee, irgendwie keine Lust. Und sobald ich losgelaufen bin, denke ich mir nur so gut, dass ich rausgegangen bin. Ich glaube, heute wird genauso ein Tag wieder werden. Deswegen gehen wir jetzt los. So, wir sind zurück. Wie erwartet. Es fühlt sich mega schön an und wir hatten am Anfang ein bisschen Regen, aber es hat dann auch nachgelassen und die Luft war einfach nur traumhaft. Und heute ging es mir zum Beispiel auch viel besser als beim letzten Lauf Donnerstag. Da haben wir nämlich, glaube ich, viel zu früh Mittag gegessen und dann vor dem Lauf nichts mehr. Also das war nicht so gut und heute haben wir es richtig gut getimed und heute hat es richtig gut geklappt. Ja, und jetzt geht's auch nach Hause. Also heute bin ich leicht gestresst. Ich habe mir jetzt schon mal einen Kaffee gemacht und heute ist ein richtig schöner, warmer Tag. Wir ruhen uns heute noch ein bisschen aus. Ein Active Rest Day quasi, damit man auch genug Power für den Halbmarathon am Sonntag hat. Wir machen ja am Samstag nochmal so einen kleinen Shakeout-Run und das ist dann auch wirklich alles, was ich vorher mache. Das Laufoutfit habe ich mir irgendwie noch nicht zurechtgelegt. Ja, ich nehme wie immer ein paar Outfits mit und entscheide mich dann eigentlich spontan. Und der Team Osterhaus hat mir sein neues Buch zukommen lassen. Der Blutwerte-Code ist gestern angekommen. Ich habe noch nichts drin gelesen, aber ich denke, ich werde heute ein paar Seiten lesen, weil ich finde,
finde das Thema so unfassbar interessant. Also hier steht noch, was dir Eisen, Omega 3, Vitamin D und Co. über deine Gesundheit verraten und wie du sie optimierst. Ich kann jetzt noch kein Feedback zum Buch geben. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich denke mal, ich werde es vielleicht mit auf die Fahrt nach Leipzig morgen nehmen. Ich habe ja auch meinen Bachelor in Fitnessökonomie gemacht und ich fand den Ernährungsteil immer am spannendsten. Ich habe da 1000 Fragen in der Vorlesung gestellt und ich glaube, meine Kommilitonen waren schon richtig genervt von mir. Da am Wochenende ja der Halbmarathon in Leipzig ist, ist das der letzte Tag von diesem Vlog. Das heißt, wir sehen uns im Leipzig-Halbmarathon-Vlog wieder.